Margarita Ogero, der Duft von Erde und Zitronen. Das Buch handelt von der 13-Jährigen Imma und Imma muss sich versteckt halten. Sie ist von ihren Verwandten in einer Nacht- und Nebelaktion in den Norden gebracht worden und muss sich dort bei einer angeheirateten Tante verstecken. Warum sie sich dort verstecken muss, ist leider gar nicht schön. Sie hat Angst vor der Mafia, denn die ist ihr auf den Spuren. Mehr möchte ich euch von der Geschichte jetzt auch gar nicht verraten, denn es ist etwas tückisch, wenn man sich den Klappentext durchliest, dann weiß man im Grunde genommen, warum Imma sich vor der Mafia versteckt. Wer es also gerne rätselhaft haben möchte, und so ist das Buch eigentlich auch angelegt, sollte den Klappentext am Anfang besser nicht lesen. Ja, mich hat dieses Buch am Anfang zwar fasziniert, ich fand es aber ein wenig schwierig einzusteigen. Es gibt sehr viele Handlungsstränge, es springt auch ein wenig vor und zurück in der Zeit und es gibt halt sehr viele Personen. Das Ganze bündelt sich aber und wird ja unheimlich spannend und interessant und man will es dann einfach nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe unheimlich mit Imma mitgelitten, die da ja bei ihrer Tante in der Wohnung sitzt. Sie kann nicht richtig aus dem Fenster gucken, man könnte sie ja sehen, die den Fernseher nicht laufen lassen kann, die Nachbarn könnten ja was hören und sie ist den ganzen Tag alleine, weil ihre Tante halt arbeitet. Imma kann das natürlich nicht allzu lange aushalten. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen und sie nimmt sich eine Kapuzenjacke und geht halt auf den Markt und dort trifft sie auf einen Studenten, der Bücher verkauft. Und er verkauft ihr Bücher wie das Tagebuch der Anne Frank oder Fahrenheit 451 und sie reift auch mit diesen Büchern, was ich einen sehr, sehr schönen Gedanken fand. Mich wird dieses Buch noch ziemlich lange beschäftigen. Es ist halt, ja, dieser Druck, dieses Ohnmachtsgefühl. Was macht man, wenn das organisierte Verbrechen hinter einem her ist? Hat man eine Chance, da rauszukommen? Ist es besser, sich zu stellen oder ist es besser, sich zu verstecken? Das sind alles Fragen, denen Imma begegnet. Nebenbei ist die Geschichte von Rosaria, ihrer Tante, auch eine sehr, sehr spannende und sehr lesenswerte Geschichte. Mich hat das Buch ganz stark berührt und ich werde es noch lange, lange im Gedächtnis behalten und Imma wird mich noch lange begleiten.